Hallo zusammen. Ich will euch die wesentlichen Teile eines Elektromobils genauer erklären. Und in der heutigen Folge geht es das erste Mal um das Element, wo die Energie gespeichert ist, um die Batterie. Das ist eine Lithium-Batterie. Und wir verwenden ja Lithium-Isophosphat-Batterien. Zum Ersten, weil die nicht brennen. Und zum Zweiten, verwendet die weniger seltene Materialien drin. Und wie ein Aufbau von diesen Batterien ist, das sehen wir hier. Das ist alles Material aus unserer eigenen Recyclinganlage. Zuerst haben wir das Gehäuse. Das Gehäuse hebt das Ganze zusammen. Und dann haben wir die beiden Pole. Das ist der Minuspol aus Kupfer und der Pluspol aus Aluminium. Hinter diesen Pole hängen jetzt so Kupfer- und Aluminiumplättchen. Und über die beiden Plättchen werden einfach die Elektronen abgeführt. Die Elektronen sind aber sowohl auf dem Carbon drauf, als auch auf dem Lithium-Isophosphat. Und diese Beschichtungen, die sind jetzt eben auf diesen beiden Plättchen aufgestrichen. Dass die immer schön getrennt bleiben, da ist der Separator, das ist eine Kunststofffolie, dafür zuständig. Wie die Beschichtung von diesen beiden Polen aussieht, das seht ihr hier auf diesen beiden Fotos. Auf der oberen Foto seht ihr die Beschichtung im Neuzustand. Ihr seht das wie ein Schwamm mit sehr, sehr viel Oberfläche. Ganz, ganz fein granularig. Wenn eine Batterie mal alt und verbraucht ist, dann seht ihr die ganzen Teile zusammengepappt. Da haben wir sehr viel weniger Oberfläche. Und das ist auch einer von den beiden Gründen, wieso dass die Batterie dann nachher weniger Energieinhalt hat, wenn sie alt ist. Weil einfach viel weniger Oberfläche vorhanden ist. Ihr seht, wie einfach dass so eine Batterie aufgebaut ist und wie wenig verschiedene Materialien dafür auch verwendet wird. Und das Material, das können wir alles wieder zurückgewinnen. Der Schlüssel ist hinter mir. Das ist die Maschine, die von Olivier Grupp und der Firma Welthaupt entwickelt worden ist. Mit dieser Maschine können wir all das kostbare Material wieder in den Kreislauf zurückspeisen.